Ocean? Ocean? Oh, warte mal, das reimt sich doch hier irgendwie. Ocean 100 Potion? Tage, Mann, das klingt doch nach einer guten Challenge. Body Lotion? Body Lotion, wow. 100 Tage in Body Lotion baden. Ah, wow. Nein, ich bin schon ins Wasser gegangen. Leute, erstmal Ahoi, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen hier zum Überleben im vergifteten Ozean. Beziehungsweise nicht mal vergiftet. Der gibt uns einfach verschiedene Effekte. Und wir können uns entscheiden. Und er hat hier auch vergiftet. Tja, Flo, war wohl der falsche Spot Wasser hier. Wir können uns entscheiden, was für Tage wir wählen wollen. Ich würde sagen, wir machen Fast Days und wir gucken mal, wie viele Tage wir überleben. Vielleicht sind es 100, vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es auch nicht ganz so viele. Wir werden es gleich herausfinden. Tag 1 der 100-Tage-Challenge. Ich verstecke mich hier im Licht. Bis dann. Ich warte einfach, bis die 100 Tage vorbei sind. Du musst mich nur ab und zu füttern, Flo. Ab und zu musst du mir was zu essen geben, dann geht's mir gut. Ich ernähre mich auch von Blumen. Du kannst mir auch einfach so eine kleine Blume geben. Ein Schritt über den Ozean an. Wow. Nicht schlecht. Mann, hast du gesehen, was der für Bauch hatte? Ich dachte, da steht da Instruktion, wie das geht. Also, der... Oh, ja, guck mal hier. Oh, nö, hä? Das ist doch ein anderer, oder nicht? Habe ich keine Ahnung. Okay, alles klar. Also, der Ozean ist Pauschen, also Tränke, verschiedene Tränke. Auch die, ja, alles halt. Also Flüsse oder Bäche oder was auch immer, ist alles Trank. Und wenn du ins Wasser gehst, kriegst du irgendeinen komischen magischen Effekt. Und man kann auch irgendwie Flaschen damit füllen und dann kriegt man Sachen. Was machst du denn da die ganze Zeit? Ja, hier, guck, guck mal, hier sind Glasflaschen. Wir können die füllen im Ozean. Hä? Huh? Hast du mich gerade abgeworfen? Was? Ich hab... Du kannst hier... Was habe ich denn hier für einen Mist bekommen? Versuch du mal hier aus dem Ozean was für den Fliege zu kriegen. Warte. Ist er gerade nicht. Hä? Doch, er ist Potion. Er ist der Ozean, ist Potion. Oh mein Gott, bist du reingerannt? Ja, ich bin reingerannt. Was habe ich bekommen? Ich habe immer nur so komische Partikel. Bin ich irgendwie ansteckend oder sowas? Ich weiß nicht. Versuch mal irgendwie mit Glasflaschen aus dem Ozean sowas zu holen. Vielleicht findest du ja was Cooles. Der läuft hier echt bauchfrei rum, der du. Ja. Der ist aber echt... Hör, ich hab's gekillt, die Schild. Du hast das Schild kaputt gemacht. Mit einem Pauschen. Alles klar. Ja, lass mal gucken. Meinst du, das ist eine gute Idee, im Ozean rumzuschwimmen? Nö. Gut, hier ist ein Nether-Portal. Ich meine, die Fische schwimmen rum, also. Meinst du, Lava ist auch Potion? Ja, das stimmt. Tintenfische schwimmen hier nämlich rum. Mal gucken, ob wir irgendwie auf eine andere Insel kommen. Ich weiß nicht, ob ich mich so traue, in den Ozean zu gehen gerade. Ich will die Challenge hier gewinnen und nicht direkt am ersten Tag sterben, weil das Ding mich vergiftet. Hier sind Netherwarzen. Oh, ich habe Essen gefunden. Hier können wir gut brauen. Wo hast du Essen gefunden? Ja. Ich habe auch Essen gefunden. Hier, ein Stück Heu. Wo bist du? Hier ist die Kiste. Und? Wir können Kühe machen. Guck nach oben. Hier sind Oh, goldene Karottos. Dankeschön. Yeah, die sind ja cool, voll viele. Komm, ich glaube, die sind gut so. Fass. Was war da drin? Ein Hase. Ich weiß nicht, ob ich die mit den Kühen zusammentun will. Ich mache mal die Kühe erstmal. Ich werde erstmal die Kühe hier so rein platzieren. So, Numero uno, Numero dos, Numero... Ich weiß nicht. Warte, wo ist die vierte? Das sind doch vier geworden. Okay. Quattro. So, zack. Hier lassen wir mal zu. Dann haben wir nämlich auch eine Milchquelle hier. So. Dann gehen wir hier rüber. Boah, Milch wäre richtig gut hier, glaube ich. Ich glaube zum Brauen, oder? Melonen wachsen hier. Guck mal, hier vorne wachsen tatsächlich Melonen. Können wir uns ich habe ultra viel Zeug zum Potion machen gefunden hier oben. Ah, ich glaube, du kannst hier die Hasen reinmachen. Das ist das Hasengehege. Wollen wir die mal mit irgendwelchen Tränken abwerfen oder sowas? Nein, die fallen raus! Okay, ist doch keine gute Idee gewesen, hier Hasen zu spawnen. War vielleicht doch nicht so richtig. Okay, die Sonne geht bald unter. Bald haben wir Tag 1 überstanden, glaube ich. Wobei, kommen denn Monster? Ich weiß es gar nicht. Glaubst du, das sind so, Vielleicht sollten... Ja, ich glaube schon. Wir sollten uns vielleicht eine Hütte bauen oder sowas. Dass wir das hier überleben. Ich weiß halt nicht. Oder wir ziehen halt einfach in eins dieser Häuser hier ein. Soll ich es mal riskieren, in den Ozean zu gehen? Ich gehe mal... Ich weiß nicht. Nein, ja, pass auf. Ich trinke erstmal meine wirkungslosen Wasserflaschen. Vielleicht muss ich irgendwo anders im Ozean... Hä? Die sind weg, Flo. Hast du noch Glasflaschen? Ich habe so viel reingemacht. Ah, nee, sie ist nicht weg. Okay. Warte, was habe ich bekommen? Ich komme nicht raus. Wo bist du? Ich komme nicht raus. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh mein Gott, was habe ich denn alles bekommen? Was? Ich krieg richtig viel Hunger. Ich war doch nur eine Sekunde drin. Oh mein Gott. Oh, was mit Lilian? Guck mal, hier ist noch ein Delfin. Der schwimmt da die ganze Zeit rum. Was habe ich denn hier alles für Effekte bekommen? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ja.
Pass auf. Ja, lieber nicht in den Haus. Ich soll euch mal Blöcke holen. Ja, das war echt merkwürdig. Warte, die Sonne geht unter. Zack, hier rüber. Ich glaube, es ist eine gute Idee zu schlafen. Hier sind Schildkröten. Hm? Aber die sind nicht betroffen, oder? Nee, irgendwie nicht, oder? Ich habe halt die ganze Zeit immer noch irgendeinen komischen Effekt. Ich weiß nicht, was es ist. Der Ozean hat irgendwas mit mir gemacht. Vielleicht Schwäche oder sowas. Ist da ein Bett? Nein, nur ein Bett. Okay, Castler 44 schläft in einem Bett. Um den Sonnenaufgang zu erreichen, müssen alle Spieler gleichzeitig in einem Bett schlafen. Okay, hoffentlich nicht im gleichen Bett. So, hier geht's hoch. Ah, vielleicht finde ich hier irgendwo ein Bett, bevor hier irgendwelche Monster kommen. Ist hier... Und hier ist ein Turm. Yes! Okay. Ernsthaft hast du ihn? Ich lieg im Bett. Leute, Tag 2 der Challenge! Warte, was? Tag 4? Ich glaube, weil wir kleine Tage genommen haben, oder? Dass ja, ich glaube, das ist was wir am Anfang ausgewählt haben. Okay, alles klar. Wir haben die Tageslänge quasi geändert und dadurch geht das hier schneller. Ich würde sagen, wir bringen das warte, Bett mal... Warte, du mit dem Boot kann man drüber? Nee, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir das sehr mal versuchen? Riskant. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ich pack mal mein Bett hier auch rein, sodass wir hier respawnen. Okay, alles klar. Sodass wir hier unser Haus haben. Hier ist unsere Base sozusagen. So, hier ein Heublock. Ich habe jetzt Karotten. Oh, danke schön. Danke. Das ist aber nett von dir. So, ich hole mir nochmal ein paar Tränke. Im großen Turm sind richtig viele Sachen drin. Oh, Enchant. Oh nein. Ey, ich habe Regeneration, Schnelligkeit und Eile bekommen. Nein. Ich bin gerade ins Wasser gefallen. Mal was Gutes hier gekriegt. Kannst du ein Boot hinsetzen? Wollen wir es probieren? Okay, dann vielleicht an die Seite, okay? Ich gehe rein. Okay. Oh mein Gott, warte, du hast Partikel? Nee, es funktioniert. Das ist nur meine Schnelligkeit. Die habe ich noch bekommen vom letzten Mal. Okay, aber pass auf, wenn du aussteigst. Nice, okay. Das heißt, sie kann mit einem Boot fahren. Das ist doch schon mal ganz gut. Was? Okay, wie kriege ich das Boot jetzt? Machen wir was. Nein, ich habe Hunger bekommen. Ich war zu nah am Wasser dran. Ich war nicht mal drin. Ich war zu nah am Wasser und er hat mir Hunger gegeben. Hier, was ist das hier? Hier? Ja, für dich. Oh, Mann. Eine Spitzhacke, vielen Dank. Okay, hier haben wir eine kleine Schmiede. Mit einem Kessel, einem Feuer und einem Amboss. Das ist ganz gut, wenn wir mal was schmieden wollen hier. Und hier geht's hoch, scheinbar in den Wald, oder? Oh, glaubst du, wenn wir in der Mine Wasser finden, das ist auch vergiftet ist von Potions? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, alles Wasser ist hier vergiftet. Beziehungsweise ist es ja nicht mal vergiftet. Teilweise ist es ja auch richtig gut, was für Wasser wir kriegen. Oh, die Inseln sehen aus, als wenn sie leuchten. Das sieht so hübsch aus. Ernsthaft? Ja, wirklich. Ich setze mal mein Boot. Ich möchte da mal rüberfahren. Okay, alles klar. Hier. Ey, Flo, wir könnten auf so einer leuchtenden Insel wohnen. Oha. Ja, aber wir kommen wieder runter. Ist das nicht schön? Vielleicht können wir eine Brücke bauen darüber oder sowas. Ich muss mal... Ich kann mal probieren. Okay, komm mit, Boot. Ah, yes, ich hab's bekommen. Ich glaube, dazu brauchen wir Holz. Ja, hier ist aber kein Holz. Ich glaube, ich muss wieder rüberkommen zu dir. Hast du schon genug Holz für eine Brücke? Ich hab einen Stack. Never, oder? Oh, nein! Oh, Flo. Okay, Regeneration und Schwäche habe ich bekommen. Das heißt, ich kann jetzt niemanden angreifen. Ich kann nicht mal mein Boot abgreifen. Jetzt geht's wieder. Ich kann nicht mal mein Boot abbauen. Oh nein, es ist verloren. Mein Boot ist weg, Flo. Ey, das sieht voll cool aus mit dem Ozean. Soll ich es wagen, reinzugehen? Guck mal, wir haben jetzt eine Dings, wir haben jetzt eine Brücke. Oh no, ich versuch's, okay? Und? Schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Was habe ich bekommen? Sprungkraft! Yes! Oh. Aber richtig cool. Mega gut. Yes, jetzt kann ich auf die Bäume springen. Aua. Oh, das instant Schaden, was du kriegst als Effekt. Ja, das wäre nicht so gut, das stimmt. Aber ich habe mein Boot wieder bekommen. Ich guck mal die Insel hier an, okay? Du kannst da ja mal eine Brücke bauen. Und ich schaue mich mal um auf der Insel, ob wir hier vielleicht noch andere Holzarten oder so zu bauen finden. Hier sind noch mehr leuchtende Inseln. Die sehen auch voll cool aus. Ich habe Eis entdeckt. Hier ist ein Eisbiom. Oh, komm ich da rüber? Yes! Okay, nee, das Wasser ist scheinbar... Na, warte mal. Das Eis ist kein Wasser, okay? Das Eis gibt dir keine Potion-Effekte. Ich war mir nicht so ganz sicher. Oh, okay. Aber wenn es schmilzt? Ah, wenn es schmilzt, wäre das ein kleines Problem. Aber erstmal ist es ja hier, okay? Erstmal schmilzt es, denke ich mal, nicht. Ich glaube, die Sonne geht bald unter. Okay, Leute, das heißt dann wohl schnell zurück in die Base. Da wisst ihr ja, warte, ich bin hier. Yeah! Okay. Willst du Blöcke? Ja. Ich nehme gerne Blöcke. Ah, nice. Davon können wir vielleicht... dann unser neues hier, Haus bauen. Wollen wir die Betten morgen mitnehmen? Was ist das? Ich hab's nicht bekommen.
Nein! Du hast Nightvision, oder? Okay, jetzt habe ich auch Nightvision bekommen. Ey, das sieht so cool aus. Ich würde so gern baden, Leute. Oh Mann. Weißt du, was ich vorhin gesehen hatte? Was ich habe so ein Hier Schiff gesehen. Ja, nimm mal Boote mit. Ich habe so ein Schiff gesehen und ich glaube, da kann man looten. Wollen wir da vielleicht mal hingehen morgen? Oh, unter Wasser? Creeper! Wir haben einen Creeper-Freund. Warte, pass auf, dass der nicht unsere Base kaputt macht. Nee, das ist nicht. Gut. Okay, dann lass hier am besten rein. Flo, ich möchte nicht explodiert werden heute Nacht. Bitte, danke. Warum nicht? Weiß nicht. Persönliche Vorliebe. So, Tag 7. 3 Tage wow. Wieder geschafft hier. Nice. Yes, okay, let's go. Da sind die Zombies. Die verbrennen jetzt. Oh, da ist ein Zombie-Villager. Hey, das wäre voll gut, wenn wir den heilen könnten, Flo. Warte, lass den mal hier reinlocken. Nee, ich glaube, der brennt schon zu lang. Meinst du? Wow. Oh, komm in den Schatten. Oh, no, er ist... Oh, er ist da. Er ist drin. Okay, komm raus und zumachen. Komm raus. Nice, wir haben einen Zombie-Villager gefangen. Nice, okay, ich kann ihn, glaube ich, heilen. Irgendwo war ein Goldapfel. Ja, da ist er. Okay, perfekt. Ja, lass Goldäpfel, genau. Und was brauchen wir? Trank der Schwäche. Das kann ja nicht so schwer sein, hier einen Trank der Schwäche zu kriegen, oder? Ja, nee, hier oben mit diesem großen Turm sind übelst viele Tränke gewesen. Die habe ich alle mitgenommen. Ah, perfekt, noch mehr. Alles klar. Da vorne ist hier ein Schiff. Ich glaube, du kannst ja in der Zwischenzeit mal versuchen, den Goldapfel und so zu besorgen. Ertrunkene. Ich habe ja nur ein paar Ertrunkene getroffen. Alles cool. Okay, dann können wir hier aussteigen. Yes, alles cool. Und wir haben hier Goldklumpen. Okay, nicht schlecht. Hier ist nichts. Push ich glaub, ich slow falling. Langsames Fallen. Das ist nicht schlecht. Ist hier vielleicht was drin? Nee, das Fass ist auch leer. Da unter Wasser ist... Yes, ich habe ein Enderauge gefunden, Flo. Was? Ja, ohne Witz, hier ist ein Enderauge gewesen. Hier ist noch eine Kiste, da ist nichts drin. Teilweise sind die leer, teilweise ist was drin. Okay, ich glaube, ich würde jetzt wieder von dem Schiffswrack hier ein bisschen Abstand nehmen. Okay, unser Villager ist im Heilungsprozess. Oh, nice. Hast du ihn schon beworfen? Ja. Okay. Wir bräuchten aber Eisen irgendwo. Eisen? Wozu brauchen wir Eisen? Schwert oder so. Ah, cool, das stimmt. Okay. Vielleicht gehe ich ja mal was besorgen. Nein. Nein. Warte, komm her. Alter, Flo. Ich wäre fast dead gewesen. Ah, das war knapp. Oh mein Gott. Ich bin einmal kurz ins Wasser gefallen und ich habe Wither bekommen und Vergiftung. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was du kriegen kannst. Das ist, glaube ich, wirklich das Schlechteste. Warte, woher hast du Heiltränke? Von oben, dem Tower. Ah, ganz der oben. Kiste? Das ist viel. Oh mein Gott. Und schau mal. Ist er ja. Geheilt schon? Nee. Stimmt, unser Villager. Wie sieht's mit dem aus? Nee, aber guck mal, der Leuchter, der hat schon Effekte. Wo ist er denn? Nicht reingehen. Nicht reingehen? Siehst du ihn? Ah, ich will ihn mal. Stimmt, da vorne. Der. Ey, der... Warte, greift die Spinne ihn an? Willst du mal mit hochkommen? Was, wenn die Spinne... Nee, tut sie nicht. Spinne ist ein Lieb tagsüber. Naja, aber es wird nachher Nacht, ne? Ach, das meintest du, dieses Schiff hier. Ja, wo geht's denn hier nach oben? Vorne, oder? Ja, weiter. Hier ist das kleine Jump'n'Run lang, okay. Hier ist doch richtig viel Zeug. Ja, jetzt habe ich schon gesehen. Ich war schon mal bis hier, aber bis ganz oben bin ich noch nicht gegangen. Was ist denn hier noch? Hier ist ein schwerer Sprung. Ah, weil du dir den Kopf stößt. Okay, hab's geschafft. Ja, und hier waren vorhin richtig viele Sachen drin. In der Barrel. Ah, die hast du alles mitgenommen, oder was? Hier ist eine Kiste. Aber Lohnstaub, Redstone-Staub. So Sachen zum Tränke machen haben wir, ne? Ist gar nicht mal ja, so bad. Ja, wir haben hier so viele Sachen. Sogar eine Gasträne haben wir. Ja, okay, alles klar, nice. Weiß ich Bescheid. Hier geht's noch weiter hoch. Wie sieht's denn aus mit der Sonne? Nee, wir haben noch Tag. Okay, es ist noch Tag. Ich habe nicht so das perfekte Zeitgefühl. Oh, ein leckerer Goldapfel. Dankeschön. Wenn du wieder zu viel baden bist. Halt dich mal wieder. Ja, gut. Komm vor, wenn man halt nicht Schwimmer ist, Flo. Wenn, komm hoch. Ich habe eine Idee. Ja? Ganz, ganz rauf. Hier siehst du nämlich alles. Und schau mal. Yeah. Hä? Easy, es war schön mit dir. Nein! Ah! No way! Ha, wie cool! Das heißt, wir können jetzt keinen Fallschaden mehr kriegen, oder? Der Village ist geil! Nice, wirklich? Was tradet der? Was ist das für einer? Karten. Karten? Das ist doch gut, oder? Oh, und der hat richtig gute Preise. Weil wir ihn geheilt haben? Ja. Deswegen mag der uns. Ja, Herr Villager, haben wir gerne gemacht, natürlich. Ich mach mal zu die Tür, dass der hier nicht rauskommt. Wobei, der kann die Türen öffnen. Na, egal, was soll's.
Okay, also, wir brauchen Papier für Smaragde und wir können uns eine Karte holen. Wollen wir uns eine Karte holen? Ja, aber für was eine Karte? Für ein Smaragd nur? Weiß nicht, damit wir sehen, wo wir hier, wie es hier aussieht oder sowas. Vielleicht, wenn wir Papier finden okay. oder so. Es wird dunkel, Flo, wir sollten schlafen gehen. Ab in die Haie. Ja, dann haben wir Tag 10 schon erreicht. Stimmt. Gute Nacht. Tag 10 der Challenge beginnt. Yes. Nein, du willst ja wieder angriffen. Nein. Mann, der Zombie. Komm schon. Nein, es sind zwei Zombie-Villager geworden. Egal, okay, wartet, schnell rein. Heilen wir die. Okay. Junge, was macht ihr denn da? Entscheidet euch mal. Okay, warte kurz. Vielleicht können wir beide mit einem Schwächetank bewerfen. Möchtest du da auch noch reinkommen? Oder willst du jetzt hier draußen im Feuer rumrennen? Warte mal. Nein, der eine ist gestorben. Egal, komm raus. Ah, zu. Okay, perfekt. Ja, ich habe nur eine Werkbank gehabt. Oh mein Gott. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal einen neuen Villager heilen. Ja, aber der ist ein anderer wahrscheinlich. Ja, mal gucken, was der wird. Das stimmt. Hast du schon Gold dafür gegeben? Ja. Guck mal, der zittert. Naja, ich habe schon gesehen, dass der da so ein bisschen... Er befindet sich im Heilungsprozess, Leute. Das wird schon wieder. Louis hat eine richtig gute Idee, was wir heute machen können. Echt, was denn? Abonniert Easy und Flo. Das ist auch eine gute Idee, muss ich sagen, Leute. Abonniert mal hier die Kanäle. Denn 80% von euch haben noch nicht abonniert. Wisst ihr, wie viele das ist? Das sind ungefähr 80 Millionen Leute, die noch nicht abonniert haben. Also los. Das heißt, 20% haben abonniert, was? Ja, nur 20% ist unglaublich, oder? Ja, Leute, gehört zu den Coolen, die abonniert haben. Und abonniert hier diesen Kanal und den von Flo auch einfach gleich mit, wenn ihr schon dabei seid. Flo, ich habe eine gute Idee. Komm mit, wir machen heute eine richtig coole Challenge, okay? Was denn? Hast du Heiltränke noch übrig? Ich habe gerade gecraftet. Oh, du hast was? Heiltränke gecraftet? Also nee, hast was gecraftet, okay. Wollte schon sagen, hier, was ist denn das? Okay, hast du Glasflaschen vielleicht noch? Sonst muss ich mal... Wann am Ende Anfangsschiss will ich hier? Will ich dann trinken, aber was? Ich habe halt das Gefühl, dass hier, wenn man manchmal Glück hat, dass man so Tränke aus dem Ozean kriegt oder so. Weil ich kriege halt meistens einfach nur Wasser. Naja, wieder nur Wasser bekommen. Okay, was soll's. Hast du schon mal Effekte bekommen von Wasser? Weil, wenn ich drin war, ja. Aber hier so mal. Also nee, vom Trinken nicht. Sonst lass mal jetzt eine Challenge machen. Wer von uns öfter in den Ozean gehen kann, ohne zu sterben? Boah, du spielst mit dem Feuer. Ja, wir sind Tag 10, Leute. Wir wollen mal ein bisschen Challenge haben hier. Ich fange auch an. Okay, warte. Dann gebe ich dir mal zuerst. Okay, warte. Sag, wenn du ready bist. Oh mein Gott. Okay, das ist gut. Alles klar. Ich bin bereit. Für den Fall, dass ich sterbe, musst du mich heilen, okay? Okay. Let's warte, go. Warte, zuerst das und jetzt Regeneration. 3, 2 und 1. Okay, noch nichts. Ich habe Stärke bekommen. Stärke ist das Erste. Gift. Okay, Gift. Aber ich heile noch. Okay. Ich habe Hunger bekommen. Okay, ich bin noch drin, Leute. Okay, alles cool. Ich hab nicht mehr viele. Ein Schild habe ich bekommen. Ich glaube, ich habe Resistenz. Ich habe 2 extra Herzen bekommen. Was? Ich bleib so noch hier draußen. Okay, mein Gift hat aufgehört. Ich bin blind. Ich sehe nichts. Wither! Okay, bitte heil mich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich sterbe. Ich habe 8 Herzen. Oh mein Gott, Leute, ich musste raus. 7, ich glaube 6, jetzt über. Ich 5, hab fast gar nicht mehr. Okay, heil mich mal. Ja, nimm Goldapfel. Oh mein Gott. Immer noch? Ja, ich habe immer noch Wither. Oh mein Gott. 9 Herzen. 8. Warte, 7. Boah, alle meine Tränke auf. 6. 5. Okay, das war wirklich dumm. Jetzt bist du dran, Flo. Oh mein Gott. Warte, ich hole noch ein paar Heiltränke. Ich kann da nichts sehen. Ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Ich weiß nicht, wie lange bleibst du noch blind. Lass mal zum Villager schauen. Ja, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Warte auf mich. Ja, ich bin dein Pfadenführer. Mein Blindenhund bist du. Das ist aber nett. Dankeschön. Er ist hier. Lebt er? Ist er menschlich? Yeah. Warte, ist er auch ein Kartograf oder was? Ja, da kannst du traden. Okay, alles klar. Dann holen wir uns erstmal hier von ihm für eine leere Karte. Vielen Dank, Herr Villager Sir. Jetzt brauchen Sie Flo gar nicht so angucken. Nur weil der bezahlt hat hier. Willst du auch Level? Ja, kannst du mir geben. Okay, alles klar. So, leere Karte und... ja, da sind wir. Das ist die Hauptinsel. Was können wir Papier aufhängen vielleicht? Kriegen? Kann ich immer noch nicht sehen, hey. Wenn wir Papier kriegen, dann können wir... Genau, dann können wir das aufhängen oder sowas. Oder einen Rahmen. Gehe ich eigentlich lang hier. Sehe schon wieder gar nicht. Meine Unterwasseratmung geht gerade weg, ja. Aber irgendwie kann ich immer noch nichts sehen. Ich lasse mal die Flasche hier und ansonsten würde ich vielleicht die Zeit nutzen und mal ein bisschen... Ich kann wieder sehen! Yes! Yeah, okay,
Und es ist Nacht. Alles klar, der Mond geht auf. Dann würde ich sagen, es wird Zeit für den nächsten Tag. Tag 13. Der Challenge beginnt. Okay. Oh mein Gott. Yes. Gut, ich habe gerade so ein bisschen aussortiert. So ein paar Sachen. Markte brauche ich nicht. Ich brauche keine Kaninchen, wenn ich unterwegs bin. Oder Melone. Ich habe ja goldene Karotten. Ich habe mal ein Schwert. Die Karte kann ich hier lassen. Du hast ein Schwert? Guck mal, wir haben Besuch bekommen, Flo, auf der Insel. Wirklich? Yeah, haben wir. Wir haben, unser Villager wohnt da jetzt. Und hier vorne haben wir einen fliegenden, fahrenden Händler, der uns für Smaragde Sachen tradet. Brauchen wir irgendwas davon? Willst du mal gucken, ich habe noch ein paar. Hat er irgendwas, was wir brauchen? Mal gucken hier. Wir wirfen ihn doch nicht. Schleimbälle, wir können Korallenblöcke. Korallen sind doch schön, oder? Aber Korallenblöcke, wozu braucht man die eigentlich? Okay, keine Ahnung. Vielleicht können wir ihn überzeugen, wenn wir ihm genug bezahlen, dass er hier bei uns einzieht. Bin reingefallen und ich habe irgendwie... Nein! Oh mein Gott! Nein! Was denn? Mir ist übel! Ich habe Übelkeit bekommen! Oh no! Wie lange hält das jetzt schon wieder an? Ich bin so unlucky, Flo. Ich bin so unlucky. Ich habe die ganze Zeit nur Blindheit, Wither, Übelkeit. Ey, nee, Leute. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich gehe jetzt in mein Bett und vergrab mich. Ja, was denn? Ich habe eine Idee. Warte, wo war denn die IQ? Ich kann nicht... mein IQ ist in meinem Kopf. Oh Gott. Nein. Oh, es geht wieder. Leute, mir war schon so schlecht. Ich kann nicht auf den Bildschirm schauen bei Übelkeit. Was ist das? Oh, Flo. Das ist sogar eine ziemlich gute Idee. möglicherweise sind die Kühe dafür gut. Ja, okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Das heißt, wenn ich Wither habe und fast sterbe, kann ich mich ja eigentlich damit heilen, oder? Ja, ich wirklich. Ja, oh mein Gott. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid, Leute, wie das hier funktioniert. An Tag 13 haben wir gelernt, dass man mit Milch Potion-Effekte cleart. Also ist schon mal nicht schlecht. Alright. So, ich war hier noch gar nicht so richtig drin in dem Gebäude. Ich würde mir das nochmal anschauen. Wirklich? Ja, ich war mal ganz kurz halt und habe das Bett geklaut. Aber sonst habe ich mir das noch nicht angeschaut. Was hier noch? Hier ist gar nichts. Okay, alles klar. Das war's. Ich baue jetzt mal hier Korallen hin. Bau du mal Korallen. Ich gehe mal gucken, ob ich hier irgendwo Sachen farmen kann. Ich will gerne Eisen haben. Ich bin hier vorne jetzt wieder bei dem Eisbiom. Aber hier geht's runter. Wo ist ein Eisbiom? Ja, schon relativ weit weg. Ich weiß nicht. Aber ich brauche noch kein Holz. Ich habe richtig viel Holz hier. Ja, da bist du. Hi. Und guck mal, hier gibt es eine Höhle. Wollen wir da mal runter? Ja, ich wollte auch gerade sagen. Okay. Hast du die Goldspitzhacke noch? Ich habe die Goldspitzhacke, ja. Ich habe auch eine so endlich hier noch. Guck mal. Ich meine... Oh, eine richtige. Cool, danke. Eisen. Ich weiß nicht. Okay, ich baue erstmal ein bisschen Kohle ab. Geht das nicht schneller mit der Goldspitzhacke, ja, ne? Ja, aber du kannst damit kein Eisen abbauen. Aber schau mal. Ui, Nachtsicht. Schau, wir können nice. Fucking. Ja, true. Oh, pass auf, hier ist auch lila Wasser. Lila Wasser? Ich werde jetzt nicht wirklich sterben hier, indem ich einen Block unter mir abbaue, Leute. Das wäre ziemlich anlass. Soll ich mal reinspringen, kurz? Oder durch den Creeper. Ja, mach mal. Okay, ich komme. Ja, du musst mich dann heilen. Okay, ich komme mit. Okay, willst du reingehen? Du bist unsichtbar geworden! Oha! Hä, wie lucky! Ich sehe hier nur so einen Block rumfliegen in der Luft. Und deine Partikel. Weil da kriegst du Schaden oder so? Nee, ne? Nö. Hä, ja, wirklich. Was habe ich für Effekte? Wo sehe ich die? Da ist ein Skelett. Pass auf, da unten ist ein Skelett. Ich habe eine Bohne und Unsichtbarkeit. Ich habe halt nur Nachtsicht. Bohne ist, dass sie übel ist, glaube ich, oder? So eine grüne Bohne. Pass auf, dass du jetzt nicht vom Skelett stirbst, Flo. Das wäre wirklich traurig. Ich habe zugebaut. Okay, okay. Was denn? Vielleicht gerade ein Creeper in mir. Oh mein Gott, mir ist so übel. Vielleicht ist es eine gute Idee, aus der Höhle rauszugehen. Es regnet! Oh mein Gott, nein! Was? Nein! Ich krieg Potion-Effekte vom Regen, Flo! Oh, komm in die Höhle! Der Regen ist Potion! Giftig! Ich bin auch unsichtbar geworden! Nein! Oh mein Gott, hi, ich bin hier! Siehst du mich? Nein, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir in der Höhle bleiben. Vielleicht finden wir die aus. Wir kommen hier niemals wieder raus, bis es aufhört zu regnen. Warte mal, glaubst du, wir können Nether? Wir sind ja beim Portal in der Stadt. Ja, ja, klar können wir Nether. Da wir kein Wasser, sind wir safe. Hä, stimmt. Oder ist die Lava vielleicht auch Potion? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir uns erstmal ein bisschen Rüstung machen, Flo, weil gerade ist ein Creeper in mir explodiert und es ist beinahe schief gegangen. Es hätte jetzt auch schon vorbei sein können. Es ist Nacht geworden und der Regen fällt weiter, Flo. Ui. Mal wagen. Was Gutes? Ich hab dir! Yes! Feather Falling oder so habe ich. Nein! Flo, ich brauch Hilfe! Oh mein Gott! Wo bist du? Okay.
Okay, ich habe ein Problem. Wie groß ist es? Sehr groß. Problem? Sehr großes Problem. No, 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 no! Ich sehe dich nicht. Okay, ich habe mich eingegraben. Ich krieg richtig viele Effekte. Oh mein Gott! Ich glaube, ich habe es überlebt. Ich glaube, ich sehe dich. Wo bist du? Ich habe richtig viele Herzen bekommen. Was ist denn jetzt los? Nein, ich komme nicht raus. Ich habe Abbaulähmung. Flo, du musst mich retten. Hast du mich gerade mit dem Trank beworfen? Hi. Hi. Bitte lass mich raus. Ich will einfach nur noch raus. Ist mir egal. Okay, ich lasse jetzt das Eisen. Okay, komm, wir nehmen das Eisen noch schnell mit. Ich habe hier auch noch Eisen mit. Okay. Ah, ich will das nur kurz rausholen. Hier waren oh, mein Nachtsicht. Auf einmal richtig viele Monster. Okay, ich habe das Eisen. Oh mein Gott, ich dachte, du bist ein Zombie. Komm, hilf raus. Wieso bist du denn so grün? Sag mal, was ist denn das? Oh no, okay, wir müssen schnell zurück in die Base. Die ist da hinten. Oh nein, nein, nein. Okay. Junge, ich habe immer noch, ich habe Schwäche. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Sprungkraft, Regeneration und Resistenz, glaube ich. Aber meine 1 Million Herzen sind weg. Ich habe nicht mehr ganz how viele. How did we get here? Das ist ein Achievement, wenn du alle Effekte im Spiel gleichzeitig hast. Hab ich Familie, Villager, Baby Villager, Zombie Villager. Was? Okay, Flo, pass auf. Warte, geh weg. Ich lock sie in das eine Ding ran. Okay, lock sie weg, ja. Wir können die alle heilen. Warte. Der eine kommt zu mir. Vielleicht mache ich, dass er sich unterstellt. Vielleicht kommt er ja hierher. Okay, weißt du, er badet gerade. Lass schlafen gehen. Aber warte, ich meine, Wasser retten. Kriegt er ja auch keinen Schaden. Okay, warte, ich geh ins Haus. Flo, wäre gut, wenn du dir ein Bett mitbringst. Wir haben hier einen ungebetenen Gast in unserem Haus. Der hat sich ja einfach mal entschlossen, hier zu schlafen. Warte kurz. Ich habe das Baby eingesperrt. Wie viele Villager sind hier? Oder sind es normale Zombies? So, ich kann nur nachts schlafen. Warte mal. Oh mein Gott. Tag 13? Tag 14! Nein, Flo, wenn wir nicht schlafen, dann vergeht die Zeit langsamer. Nein, er verbrennt. Ja, was machst du denn die ganze Zeit da draußen, Flo? Okay, ich glaube, ich habe ihn gerettet. Okay, ich habe hier ein kleines Problem. Hier steht ein Zombie vor meinem Haus. Ja, ich komme schon. Flo, dein Kettchen ist dumm. Naja, deshalb, ich weiß ja nicht. Ich habe halt noch kein Schwert. Ja, vermöbel ihn. Ja, bitte nicht mich vermöbeln. Okay. Hier brauchst du noch Eisen? Der Villager hat hier einfach geschlafen. Ja, Eisen ist gut. Ich habe halt jetzt... Und boah, hier Eisen für ein Schwert. Geholt. Ich habe halt meine Werkbänke und alles da jetzt stehen lassen, weil wir da fast gestorben sind. So, und eine Brustplatte. Wunderbar. Und vielleicht sogar noch ein Dia-Schwert. Yeah. Also, du kannst enchanten. Warte, ich gebe dir Lapis. Oh, finde ich gut. Können wir gerne gleich machen. Oh, danke schön. So. Warte, wo ist jetzt der Villager hin? Hier war doch ein Villager. Wo ist der noch hin? Hier? Weiß ich nicht. Da hinten ist so ein... Vorne ist er trunken. Ich habe gerade gesehen, wie das Schildkröte gespawnt ist. Hier ist er noch. Guck mal, hier. Ah, das ist unser. Ja, das ist unser. Der hat hier geschlafen bei uns, deshalb. Aber schau mal, ein zweiter im Haus. Warte mal, ist er schon konvertiert? Konvertiert? Vom Zombie zum Villager konvertiert. Ja, guck mal, ich hab's gerettet. Ein Baby-Villager. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Hi, wir haben ein Baby im Dorf jetzt. Es tradet aber noch nicht, Zombie, ne? Mal den Schwert. Lol, wo hab ich das Eisen gerade herbekommen? Hä? Ich hab hier gedroppt. Ah, okay. Wie kann ich das... Ach, da vorne am Tisch. Mal gucken. Schärfe und Rückstoß. Oh no, ich hab halt keine Level. Ich bräuchte 26 Level. Wo hast du die ganzen Flaschen her? Warte mal. Von dem Turm oben. Ich glaube, jetzt habe ich 12, 13. Okay, ich brauche noch 13. Okay, dann wird das... Halt von niedriger Stufe. Ja, aber das ist doch nicht gut. Ich will doch Schärfe 3 haben. Ich würde sagen, wir machen heute mal einen Ausflug auf den See, oder? Wir können mal so ein bisschen... Warst du dort hinten bei dem Boot? Ich war hier vorne, bei dem war ich. Ja, bei dem war ich. Guck mal, hier ist ein Boot. Ich würde aber sagen, wir nehmen uns Ersatzboote mit, falls was passiert. Ich glaube, ich sehe irgendwas im Ozean. Warte, man kann keine Boote craften. Nee, du brauchst Schaufeln dafür. Schaufeln, um Boote zu craften? Ja, das Paddle. Nein, jetzt ernsthaft? Ja, ich glaube, das brauchst du hier. In der Minecraft-Version. Leute, immer wieder was gelernt hier. Okay, warte, bevor wir losgehen, warte. Okay. Hier. Komm, siehst du, wo Schiffswracks und so sind? Stimmt. Ja, das ist cool. Okay, dann können wir sogar unter Wasser sehen. Vielleicht finden wir ein paar Delfine oder sowas. Schau mal, da war irgendwas, eine Ruine. Wo denn? Hier, direkt unter mir jetzt. Der Ozean ändert halt seine Farbe, ne? Wir kommen jetzt von rosa in grün. Stimmt, auf blau auch. Hä, rosa sieht aber voll schön aus. Grün Sumpf so. Ist hier. Ich glaube, blau ist auch schön. Warte, wir haben unser... Flo, wir haben vergessen, dass wir unsere Insel bebauen wollen. Hier willst du zurück? Blau sieht auch richtig
cool aus. Nee, wir können so einen kleinen Ausflug machen heute. Ich würde sagen, morgen fangen wir dann an, die Insel zu bebauen. Ist hier was auf der Insel? Okay, nein. Oh, was habe ich schon wieder bekommen? Ich weiß nicht, mein Boot ist jedenfalls weg. Das ist gecrashed. Das ist kaputt gegangen. Ich bin auf der Insel gefangen. Gestrandet bin ich. Ich weiß nicht, ich bin hier auf so einer Insel. Mitten im Sumpf. Ich weiß, kann ich hier irgendwie... Siehst du mich? Hallo? Und es wird bald Nacht. Nein, wir müssen zurück. Ich bin bei der Insel im Sumpf. Warte, wo bist du? Ja, hier oben bin ich. Hier. Bitte hol mich ab. Kannst du einsteigen? Ja, bestimmt. Warte. Ah, nimm mich mit. Ja, okay, ich bin drin. Okay. Dann let's go zurück nach Hause. Da sind wir wieder in rosanen Gewässern angekommen. In rosanen Unterwäsche. In rosanen Unterwäsche angekommen. Yes. Das wollte ich schon immer mal sehen, Flo. Rosane Unterwäsche. Das ist der Villager, der will wieder frecherweise bei uns schlafen. So geht das doch nicht. Ja, ich weiß. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Den müssen wir rausschmeißen. Schläft er wirklich bei uns? Ja, der schläft halt wirklich bei uns. Oh mein Gott, hast du ihn gerade gebraucht? Raus mit dem Bett. Oh no, der arme Villager. So, Tag 17. Jetzt endlich. Nice, okay. Wir haben 17 Tage eigentlich schon überlebt, so. Einfach cool. Hier sind Babyschildkröten. Hier sind richtig viele Creeper. Ich komme gleich zu den Babyschildkröten. Aber... Nein! Oh Mann, was dieser denn? Blöde Creeper hat unsere Insel zersprengt. Jetzt ernsthaft? Ja, ich bin nicht so gut in Creeper-Töten. Hier sind übrigens meine Korallen. Nein, da hat meine Korallen gesprengt. Mit dir? Ich glaube, im Wasser kann der explodieren, oder? Ah, weg. Genau, mach du das mal. Ich versuche mal hier irgendwie die Insel wieder aufzubauen. Ich habe eine Challenge für dich. Was hast du für eine Challenge? Schaffst du das? Oh Gott. Mal gucken. Warte. Yeah! Huhu. Gar kein Problem! Warte, was? Aber ist nicht schlimm. Ich habe gerade 4 Herz rein. Ich habe nur einen Effekt bekommen. Und hat mir einfach mal 10 Herz rein so gegeben, gefühlt. Ja, richtig cool. Ja, warte. Nein, wehe, du schießt mich jetzt ab. Ich muss sie erstmal regenerieren, die ganzen Herz rein. Ich könnte einen Goldapfel essen, warte. Ah, hier. Zack. Mal gucken, ob ich die voll kriege. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das dauert eine Weile, bis die voll regeneriert sind. Okay, was wollen wir heute machen? Unser Eisen ist fertig. Unser Eisen ist fertig, ja, sollte es langsam auch. Das heißt, wir können uns rüsten. Warte mal, ich habe eine Idee. Wollen wir mal schauen, in welche Richtung das Ende auch überhaupt geht? Ja, das ist eine gute Idee. Lass mal machen. Vielleicht können wir mit dem Boot hinfahren. Wo geht's hin? In die Richtung. In die Richtung? Aber, ja, jetzt haben wir ein Problem. Was? Nein, das Ende Auge ist im Wasser? Es schwimmt jetzt, vielleicht schwimmt hoch. Nein. Ich sehe, ja, es schwimmt hoch. Ich sehe es. Es kommt nach oben. Hey. Es regnet! Oh mein Gott! Langsam voll. Ah, schnell rein! Ich habe Vergiftung und Schwäche bekommen. Wir können schlafen, wenn der Sonnensturm ist. Dann gehen mehr Tage vorbei, oder? Yes! Yeah. Tag 20! Nice! Challenge complete. Wir haben die ersten 20 Tage geschafft. Es hat aufgehört zu regnen. Super. Ist das Endeauge noch da? Ist sogar noch da. Okay, Flo, ich wag den Sprung. Ich habe richtig viele Herzen, okay? Ich hol's zurück. Warte, bevor du irgendwas machst, hier. Danke und let's go. Komm schon. Schnell raus hier. Ich bin unsichtbar. Was? Aber ich habe nur gute Effekte bekommen, glaube ich. Hier ist das Endeauge. Guck mal, ich habe nur Gutes bekommen. Ja, nice. Dann lass mal gucken, ob wir jetzt unsere Insel bauen können, unser Haus bauen können oder so. Hörst du das? Was? Was? Ist ein Überfall. Wieso denn Überfall? Hä? Warte, ich brauch meine Sachen. Hast du den gekillt mit dem Banner? Ich hab gar keinen, aber ich hatte halt den Effekt. Warte. Oh, ja. Das, oh no. Der Effekt macht das. Okay, ich muss was essen. Als ob hier jetzt ein Raid ist. Flo, du hast nicht mal Rüstung an. Ich weiß. Wow. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt mit denen? Ja, die schießen mich ab. Okay, einen hab ich. Oh, lol, ich hab Stärke 1000 oder sowas. Ernsthaft? Ich kann hier mit einem Hit. Hey, der hat richtig coole Sachen gedroppt. Lass schlafen gehen. Das verbrennt vielleicht. Warte, es kommt wieder ein Raid. Lol. Ja, nee. Zack, Zombie, tschüss. Ich hab richtig viel Stärke. Stimmt, ich hab noch Stärke-Potion. Nee, ich hab einen Effekt bekommen. Da sind wieder Zombie-Villager gespawnt. Komm, schlafen. Schlafen? Warte, warum? Hört er auf, der Raid? Nee, aber dann haben wir mehr Tage. Okay, stimmt, true. Okay, wir... Tag 23. Okay. Wo sind die jetzt? Ja, ist weg!
Yeah, hat aufgehört. Okay, ich dachte schon. Ja, nice, dann ist der Raid vorbei. Hier sind halt Skelette und so ein Kram, aber ich habe ja immer noch Stärke Millionen hier. Na, wir müssen mal hier mein Schwert kosten, kleines Skelett. Komm doch mal in meine Nähe hier. Komm doch mal einfach ein Stückchen näher ran. Da drunter schon wieder. Hier unter Wasser-Typ oder so. Nein, meine Stärke ist weg. Okay. Ah, was soll's. Okay. Flo, ich würde jetzt einmal versuchen zu schwimmen und den Bogen holen. Soll ich das tun? Oh, oh. Wie viel Leben hast du? Ich habe 10 Leben halt. Ganz normal. Soll ich's tun oder soll ich's Regeneration? Nicht tun? Ich habe einen Trank. Ich weiß es nicht. Habe ich ein Boot? Ich habe kein Boot. Ich lasse es. Komm her. Ja, oder? Ja. Okay. Okay. Let's go. Und Goldapfel. Schnell raus. Ich weiß halt nicht, wo soll ich hier rauskommen? Okay, hier vorne. Ja, was habe ich bekommen? Ich habe wieder Stärke bekommen. Am besten, ich boxe dich jetzt lieber nicht oder so. Ich habe die Brücke schon gebaut. Ich würde jetzt mal gucken, dass okay, wir vielleicht... Okay, mach mal weiter. Ja, ja. Dass wir vielleicht irgendwie jetzt das Haus langsamer bauen da vorne. Siehst du, da steht meine kleine Brücke. So, hier mit Laternen. Und da hast du nämlich einen sehr, sehr hübschen Weg hier rüber. Jetzt brauchen wir nur noch das Haus hier vorne bauen. So, ich habe noch ein rosanes Bett gefunden hier. Das kann ich ja schon mal in unser Haus stellen. Ja, das ist noch nicht so perfekt. Warte mal, ich habe eine Sache, wäre halt wirklich nicht so gut jetzt. Was, wenn es anfängt zu regnen? Was, wenn es... Okay, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich brauche irgendwie einen Unterschlupf, weil wenn es anfängt zu regnen und ich werde wieder nass, Flo, das ist nicht so gut. Okay, ich gehe mal schlafen. Und damit beginnt Tag 26 unserer Challenge. Und der Creeper ist weg. Tschüss, Creeper. Ich glaube, ich baue jetzt heute mein Haus weiter, Flo. Was machst du? Ich sammle die ganze Zeit hier Sachen und brauche mir was. Nein! Ich habe jetzt gleichzeitig Blindheit und Nachtsicht. Hä, was? Hä, wie sieht das aus? Ich kann richtig kurz gucken, aber dafür ist alles, was ich kurz sehe, richtig hell geworden. Ich bin gerade am Haus bauen. Warte, ich gehe schlafen, dann ist bald wieder heller. Leute, wir sind jetzt schon bei Tag 41! Yeah! Und ich bin beim Haus bauen, was sich jetzt wahrscheinlich als schwierig gestaltet, weil es dunkel ist. Ah, Spinne! Ah, geh weg! Oh nein. 41 haben wir schon. Zack! Das ist okay. Nächstes Mal ist 44, oder? Ich glaube, ja, stimmt, das ist wirklich 44. Warte, ich versuche mal mit dem Steg. Yes! Ich kann wieder gucken, Leute. Ich glaube, ich kann mal zu dir zurück. Ich war eine Weile schon nicht mehr bei dir. Wie läuft's bei dir? Ich hab den Enderman gekillt, der hat Perlen gedroppt. Warte, bist du im End? Nee, hier. Also du bist hier. Ah, okay. Wir waren einfach einer. Oh, sehr gut, sehr gut. Brauchst du mir nicht erklären. Wie wär's, wenn wir mal in den Nether gehen? Sollen wir? Ich hab, glaube ich, noch Nachtsicht, die ist jetzt weg. Ja, weiß ich nicht. Kann man noch mal machen, oder? Wollen wir mal in den Nether? Wir waren noch nicht da. Hier ist so ein Unterwasser-Zombie. Okay, komm mit, okay, komm weißt mit. Weißt du was? Du willst kein Beef, alles gut. Ich will auch kein Beef. Hier chillen noch ein paar mehr Zombie. Oh mein Gott, nein, der will Beef. Okay. Ey, du hast schon ganz viel Rüstung und so, ne? Yeah, yeah, yeah. Wollen wir noch einen Chance? Nice. Hast du XP? Ich habe 14 XP. Also nicht wirklich. Aber ja, wir können im Nether Sachen abbauen. Meinst du, das ist wirklich besser als nichts? Weil das Ding ist, da machen wir halt nur Peinigung drauf. Und ich weiß nicht, was Peinigung ist. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Enchantment ist. Wollen wir los? Ja, ja, lass los. Was ist Peinigung? Keine Ahnung. Alright, hier ist der Nether, Leute. Dann würde ich sagen, let's go. Gegen Zombies. Oh, hier geht's sogar durch, oder? Aha, warte. Los nicht irgendwo hin. Oh, hier ist irgendwas. So ein Nether-Portal halt, ne? Warte, ich höre einen Gast. Das ist Baby-Villager. No, da ist ein Gast. Warte, wo bist du? Ich habe keine Goldrüstung an. Nein, ist nein. Geil. Okay. Hier sind ja keiner. Doch, hier sind welche, Flo. Ich möchte jetzt nicht durch den Nether sterben. Was macht der Baby-Villager hier? Okay. Ja, ich mach die. Nein! Oh mein Gott, die greifen mich an, ich muss zurück! Okay, Flo, Nether. Nein, ich hab die. Geh einfach hier weiter, Professor. Ich glaube, ich zieh mir erstmal Goldrüstung an. Warte. Okay, ich bin draußen. Oh mein Gott. Okay, es ist mitten am Tag noch. Ich hol mal Gold, dann können wir uns beide Goldrüstung machen am besten. Hier schwimmen die Lamas noch rum, die süßen Kleinen. Hier habe ich 5 Gold und 11 Goldklumpen. Kann man sich von 6 Gold für 2 Leute Rüstung machen? Nee, oder? Ich brauche keine. Ich krieg das schnell. Okay. Wow, aber die Gas sind relativ brutal hier. Was? Merkt es schon. Okay, ich habe jetzt für mich einmal Rüstung dabei. Ich glaube, den anderen Kram nehme ich jetzt auch mit. Okay, alles klar. Ich komme zurück zu dir. Bin wieder auf dem Weg. Wenigstens haben wir jetzt einen Feind weniger, wenn wir im Nether sind. Yes. Warte, bleib du hier. Okay. Lol, das ist ein Magma-Slime. Wo bist du denn? Wenn mein du Gott. Hier bist, fliegen die Gas irgendwie. Oh nein, kleine Lava-Slimes. Oh, richtig viele. Okay. Ich habe hier einen Crossbow.
Machst du zu, dass die hier nicht durchkommen? War die Creeper, wo haben wir denn... Ich hol mir das Gold hier oben. Ah, das ist smart. Ich mach mal die Magma-Slimes hier weg. So, zack. Gehen die schon mal weg hier. Oh mein Gott. Alle. Letzter Slime. Alright. Wo bist du lang gegangen? Oh, hier sind Blazers. Hier vorne? Ja, ja. Oh no. Jetzt bloß nicht sterben. Das wäre halt wirklich schlimm. Okay, ich bin drin. Dass oh du das Ventilas, das ist einfach nur Feuer. Was ist hier? Oh, wir bräuchten Feuerresistenz hier. Ja, hier sind richtig viele Sachen. Ah, hier sind Blazes. Okay, nice. Ich hab sogar Perlen vorhin vom Enderman. Ich weiß nicht, sollten wir das nicht vielleicht zubauen? Ich habe halt keine Blöcke. Oh, hier sind noch das? Richtig viele drin. Okay, da ist wieder eine Blaze. Ja, wir haben genug, wir haben genug. Ich hab sie. Komm in die Kisten, waren übelst viele Blaze-Shots. Ja, ja, das heißt. Willst du mitnehmen? Wollen wir mitnehmen? Das ist ja, sogar Gold, das heißt, du könntest sogar für Gold rüsten. Wir haben genug, wir haben genug. Okay, alles klar, um let's go. Zu öffnen. Dann lass uns zurück. Stimmt, dann können wir nachher vielleicht den Enderman machen an Tag 100 oder so. Yes! Ja, den Enderman. Da ist wieder ein Gast! Schnell rein! Und wir sind zurück. Yes! Ist es schon Nacht? Okay, yeah. Es wird gerade Abend. Oh mein Gott, Flo, nein! Komm raus! Oh. Brauchst du Heilung? Nee, es passt. Oh. Ich habe sonst Heilung hier. Hier ist ein Enderman gestorben, siehst du's? Ja. Und wir brauchen Enderperlen, oder? Wie wär's, wenn einer von uns ein Boot setzt und hinfährt? Ja, gute Idee. Und der andere könnte einfach ins Wasser fallen, um das Wasser abzulenken. Das ist, glaube ich, ja, das waren sogar richtig viele. Oh nein. Jetzt bin ich richtig warm. Oh, ja, so auch gut. Alles klar. So, dann lass mal schlafen gehen. Es ist schon wieder der nächste Tag hier. Tag 44, Flo. Das ist dein Tag. Was möchtest du machen? Ey, wollen wir auch. Was willst du machen? Das ist wie dein Geburtstag quasi. Tag 51, der Challenge. Yeah. Ah, ist das schön, hier aufzustehen in meinem kleinen Strandhaus und ein bisschen Yoga zu machen auf der Yogamatte. Der Yoga? Yeah, ich habe eine Yogamatte in meinem Strandhaus. Und da hinten ist so ein Unterwasserding, das würde ich gerne mal besuchen heute, wenn du möchtest. Also Leute, Tag 44 bis 50 habe ich hier an meinem Haus weitergebaut. Ja, so sieht das Ganze hier schon aus. Wir haben hier eine kleine Insel. Ich habe mir den Sand rosa gefärbt, weil ich das super cute fand. In meinem Haus drin ist der Sand blau und hier haben wir ein rosanes Bett. Das ist mein Haus, sehr, sehr simpel. Ich habe gedacht, so ein bisschen Beach-Stil, also so Strand-Stil, ist ja eigentlich relativ flach, relativ entspannt. Dann haben wir hier Bäume und richtig cool, warte, das kann ich euch nochmal zeigen, aber richtig cool ist dann, hier kann man nämlich rüberfahren zu meiner Karotteninsel, da wachsen ganz viele Karotten. So, ich gehe jetzt mal Flo holen und dann zeige ich dir mal mein Haus. Flo, wo bist du? Ich bin ja bei diesem Tower hier. Bei dem Tower? Bei dem großen? Also ich bin großen beim kleinen. Beim kleinen Tower? Kannst du mir entgegenkommen? Wo bist du denn? Bei meinem Haus, das ich seit 100 Folgen baue oder so. Hier vorne, guck mal, da steht's. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, du hast meine Brücke geupgradet. Yeah, das habe ich abgegradet auch schon lange. Das habe ich schon lange fertig. Ich habe an dem Haus weitergearbeitet und am Surrounding hier, ja. Hier wachsen. Hör, wie kommt man? Ach so. Du musst ein Boot nehmen halt. Ich habe auch schon überlegt, ob man sie... Flo. Pass auf. Warte, ich komm mal, ich muss dir mal was zeigen. Idee. Oha. Was hast du für eine Idee? Ich weiß nicht, ob es geht. Okay. Wir können eine Brücke aus Booten machen. Nein, echt jetzt? Ja, ja. Okay, lass versuchen. Ja, lass versuchen. Wie viele Boote hast du? Ich habe jetzt ein paar gemacht. Ich glaube, ich ziehe meine Rüstung lieber an, du hast recht. Man möchte ja sicher sein. Ah, nein! Man fällt hier einfach durch. Oh mein Gott, okay. Keine Brücke aus Booten. Ich habe gehört, das ist keine gute Idee. Vielleicht doch. Meinst du? Nein! Nein! Egal, okay. Ich fahre. Bring ein paar Karotten mit, wenn du drückst. Jo, ich hab Speed, oh mein Gott! Shampoos und Feuerresistenz. Ja, nice. Ja, richtig lucky. Aber man kann so eine Brücke machen, wo man einfach nur ins nächste Boot klicken muss. Das stimmt wirklich. Warte, vielleicht mache ich sowas. War nicht so schlecht. So, warte mal. Okay, alles klar. So, das ist meine kleine Karotteninsel. Das Ding ist, die werden auch mit komischem Wasser bewässert. Deswegen weiß ich nicht, ob die genießbar sind. Die Wasserfarbe sieht schon so komisch aus. Das sieht schon komisch aus, wenn einer reingepinkelt hätte. Aber, Leute, es ist in Ordnung. Ja, die Karotten habe ich schon oft gegessen. Da ist noch nichts passiert. So, eine Sache habe ich noch nicht mir angeschaut. Das würde ich mir noch mal gerne anschauen. Komm mit hier. Haben wir noch Tag, ja, ne? So, hier rüber. Nein. Okay. Vergiftung. Vergiftung, aber nicht schlimm. Vergiftung stirbt man ja nicht dran, oder? Ich heile mich lieber einmal. So. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. So, jetzt fass mal auf. Da vorne nämlich, siehst du das? Unter Wasser da.
Was ist das? Unterwasserbrunnen. Ich glaube, es ist eine Ruine. Meinst du? Ich weiß halt nicht, kommt man da hin? Ist das eine gute Idee, da hinzureisen? Ja, lass mal ausprobieren. Komm mal, echt. Warte, ich habe Unterwasseratmung bekommen. Okay, das Boot. Ich habe ein Boot. Warte, du bist da auch mit dem Boot unterwegs? Ja, ja, ich schaue es mir mal an. Hast du Nachtsicht, Digga? Nee, ich habe keine Nachtsicht. Es wird auch Nacht. Vielleicht sollten wir kurz schlafen gehen. Hast du dein Bett dabei? Dann gehe ich kurz in meins rein. Nö, hast du ein neues? Warte, doch, ich habe ein zweites. Okay, perfekt. Gehen wir mal hier zu. Warte mal. Was passiert, wenn ich in den Kessel gehe? Ist das nichts? Nein, der Kessel ist safe. Wir haben ein nicht vergiftetes Wasser gefunden. Ja, yeah, wir können uns endlich duschen. Ja, stimmt. 50 Tage nicht geduscht. Irgendwie mief ich langsam schon. Okay, ich leg mich mal hin. Und dann haben wir auch schon Tag 54 der Challenge. Nice. Willst du dein Bett vielleicht mitnehmen? Ich glaube, wenn wir sterben, sind wir eh tot. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist das hier. Wir gehen ja nur da vorne hin. Das wäre... Aua! Entschuldigung, das war keine Absicht. Okay, alles klar. Lass mich einsteigen. Dann let's go. Zack, ich sitze drin. Okay. Wow, was ist das jetzt da? Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwas bringt. Hier ist Delfin. Hi. Oh mein Gott. Yeah. Super. Hier vorne. Ah, das es ist eine Unterwasserruine. Aber das ist... Aber wahrscheinlich nicht so nur... Das lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? Lass mal weiterfahren. Jetzt fahren wir ein Stück weiter einfach. Wir gucken uns die Insel... Weil ich habe noch nie in die Richtung da vorne geschaut. Hier wird das Wasser wieder so richtig Regenbogenfarben. Oah. Meinst du, das macht einen Unterschied, ob man in blaues, gelbes oder pinkes Wasser geht? Was die Effekte angeht? Ist egal. Lass mal probieren. Oder? Ja. Ja, probier mal. Okay, ich gehe jetzt mal in gelbes. Oh mein Gott! What? Was? No, 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 no. Okay, in der Ecke stellen und nichts tun. Oh mein Gott! Was zum... Wie schnell! Ah! Was passiert hier gerade? Ich weiß nicht, was ich... Okay, vielleicht sollte ich aufhören zu laufen. Bloß hört nicht auf. Es hört nicht auf. Bist du der Flash? Weiß nicht, ja, ich bin der Flash. Ich will nicht wieder ins Wasser reinkommen. Oh, das war so knapp. Steig ein. Okay. Es hat aufgehört. Danke. Wollen wir zurück? Nee, lass mal weiterschauen, oder? Wir können auch so ein bisschen erkunden. Was jetzt schon wieder? Oh, schon wieder ein Überfall. Nein, wir haben Überfall mit ins Dorf gebracht. Oh no. Okay, Leute, wir waren hier gerade am Erkunden. Oh nein, hier ist eine Schmiede. Oh Mist. Warte, das ist eine Babykatze. Wir sind gar nicht so weit draußen eigentlich. Wir müssen sie verteidigen. Nee, wir sind eigentlich voll in der Nähe noch. Wo ist der Raid? Siehst du die irgendwo? Da vorne, die Pillager, die sind da vorne. Okay, warte. Oh no, hier ist Wasser. Ich habe extra Herzen bekommen für den Raid. Nice. Okay, das ist gut, das ist sehr gut. Habe ich mir Rüstung angezogen? Ja. Hier, kann ich mal besser. Okay, warte. Oh mein Gott. Das macht mir gar nichts aus, denn... Ja, spann ruhig deine Armbrust. Ich habe 1 Million Herzen, du kannst mir gar nichts. Zack, weg mit dir. Okay, wo ist der Nächste? Nee, du hast den letzten, glaube ich. Ich habe den letzten schon. Raub zu verbleibende Kreaturen 1. Nee, eine ist noch übrig. Da ist sie! Ja, ich hab nachts. Töte sie! Nein, da vorne, guck mal, da ist er. Warte. Habe ich Pfeile? Oh, ich hab Gift. Warte. Zack! Ich kann nicht so gut schießen. Okay, haben wir es? Sehr gut. Nice. Warte mal. Flo? Oh, Stufe 2. Flo, vielleicht sterbe ich. Da vorne ist der Stronghold. Was? Nein! Oh mein Gott. Überlebst du? Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr so viele Herzen. Warte, komm ganz hier an die Dings. Okay. Werf mich ab schnell. Ja, nice. Hast du noch einen? Ja. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott, das war so knapp. Da sind Emeralds. Ich geh jetzt nicht ins Wasser. Nice. Du Stärke, kill die hinter dir. Was? Aber ich bin fast tot, Flo. Ein Schuss und die haben mich. Ich kann nicht. Ich schieß dich aber ab. Schieß sie ab, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, wenn wir weiter draußen sind, das Soul ist immer unter Dörfern hier in der Version. Da ist er. Komm schon. Nee, ich muss weg. Tschüss, gut, tut mir leid. Können wir jetzt ein Bett suchen und schlafen? Vielleicht hört der Raubzug dann auf. Stimmt. Such mal ein Bett, schnell. Stimmt, letztes Mal ist auch geklappt. Du kannst nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Jetzt nicht mehr. Kein Monster mehr? Schnell, geh ich irgendwo rein? Nein, hier ist ein Monster in der Nähe. Ja, ich kann schlafen gehen. Warte, muss ich in ein anderes Haus gehen vielleicht? Bist du im Bett? Warte. Nee, da bist du ja drin. Ich bin geheilt, irgendwie. Wo ist jetzt hier das nächste? Ich muss ein Bett finden. Ich versuch's nochmal in dem hier, Herr Villager.
Yes! Nice! Okay, wir können schlafen gehen, Leute. Wie geht's? Oh mein Gott, Alter. Tag 57 einfach schon? Ich glaub's ja nicht. Oha. Warte, wir haben doch jetzt den Stronghold gefunden. Wollen wir mal hin? Ja, müssen wir aber ins Wasser. Ey, wie lucky ist das bitte? Schau mal, wir haben den Portalraum hier offensichtbar, glaube ich, oder? Ist wirklich der Portalraum? Ich habe mir einen Wassereimer gemacht. Oh, komm, ist die Babykatze. Ja, ich weiß, die habe ich schon gesehen. Aber ich glaube, wenn wir ins End gehen, dann wäre es vielleicht gut, einen Wassereimer zu haben. Hast du die ganzen Ende-Augen mitgenommen, die wir haben? Ja, ich hab alle. Okay, alles klar. Ja, dann können wir das ja vielleicht sogar schaffen. Und wo ist jetzt der Portalraum? Siehst du, hier, wo es leuchtet. Warte, komm her zu mir. Ich bin bei dir. Ich hatte doch eben noch Holz. Wo ist mein ganzes Holz hin? Ich hab Holz noch. Hast du Holz für mich? Bitte ein bisschen was zu machen. Ich geb dir Hälfte. Okay, danke. Ja, das sollte erstmal reichen. Oh, hier ist, guck mal, so eine Ozeanruine in dem Portalraum. Echt jetzt? Das okay, ich kann rein, wenn du willst. Okay, dann let's go. Lass hin. Warte, zuerst Goldapfel. Wollen wir wirklich schwimmen? Geronimo! Okay, bau du auf. Oh, ich hab Ultra Milliarden Herzen bekommen. Schnell, komm ran. Ich hab Sprungkraft. Komm rein, schnell, ich sterbe. Warte, nein. Du stirbst nicht. Kommst du rein? Nein. Lass mich runter, lass komm mich rein. Runter. Oh mein Gott. Ja, wir haben nur ein kleines Problem, guck mal. Ich kann schneller abhauen. Der ist überschwemmt worden. Das Dach ging kaputt, das Dach war forever. Nein, wir haben das Endportal überschwemmt. Mit Gift. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Junge, was machen wir denn jetzt? Ich hab so viel Leben. Guck mal, wir können einfach so machen. Ich hab Abbaulähmung, ich kann nichts abbauen. Baum nicht ab. Ich hab, glaube ich, auch Abbaulähmung. Ich hab auch Abbaulähmung. Aber ich hab eine Milch mit. Ja, okay, trink. Warte, können wir nicht hier zwischen dann so bauen, dass es... Ich kann halt nichts abbauen. Schau, oben drüber. Ja, wieso fließt das Wasser denn nicht durch? Ich check's nicht. Wir müssen zubauen. Ich hab Regeneration. Versuch mal zuzubauen, ja. Ich opfer mich. Komm raus. Das sind halt auch diese komischen Milben, oder was? Ich hab Ultraspeed. Ja, mit dem kann man halt schlecht laufen. Okay. Oh mein Gott, ich hab dich geschlagen. Ey, das ist so nervig. Wie wollen wir das denn machen? Wir müssen irgendwie dieses Dach zukriegen. Ja, lass erstmal hier schlafen, oder? Ja, ich glaube auch. Oh Mann, Tag 60. Ich glaub's nicht. Warte, baue ich das Bett ab? Nicht abbauen? Okay, nicht abbauen. Damit wir respawnen im Notfall. Okay, ich würde sagen, heute ist unser Plan, das Dach zuzubauen, oder? Es ist sogar ein ultra kleiner Stronghold, schau mal. Der Bilbe. Warte, ich komme. Wo bist du denn? Schau mal, das hier ist die Anfangstreppe. Das oben wäre der Eingang gewesen. Und hier ist aber nichts. Und wir hätten einfach direkt... Nein, hör auf, wirklich? Ey, der geheime ist ja Gänge? Winzig. Nee, das ist alles. Das ist der gesamte Stronghold. Baby-Stronghold. Hä, voll cool. Hast du hier so einen kleinen Stronghold gesehen? Nee. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, heute ist unsere Challenge, hier das Dach zuzubauen. Mal gucken, ob wir das schaffen, Flo. Oh mein Gott. Tag 69, Flo. Yeah. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben gerade 3 Tage gebraucht, um diesen Raum fertig zu machen, Leute. Wir haben gerade geschlafen. Es war so schlimm. Mit 2 Blöcken. Überall war Wasser, okay? Überall. Selbst in den Treppen war Wasser. Und selbst an diesen Enddingern da war Wasser da drunter und überall. Oh mein Gott. Okay, haben wir Enderaugen? Willst du es machen? Ja, lass machen, oder? Ich weiß ja, nicht, ich habe halt keine... Ladies first. Na, dann du. Spaß. Yes! Wollen wir wirklich rein ins End? Oder wollen wir uns das für Tag 100 aufheben? Ich weiß nicht. Ah, lass erstmal 31 Tage nichts machen. Okay, dann let's go. Au! Okay. Puh. Ja gut, Flo, dann... Ich habe einen Wassereimer mit. Warte mal. Ach so, haben wir... unsere Betten stehen noch, oder? Ja. Aber wir können auch eh nicht respawnen, das ist ja doch cool. Hardcore. Nein, aber ich habe nur gerade gedacht, mit Wassereimer macht das nicht so viel Sinn, weil Wasser ist ja nicht gut, oder? Ja, ist halt wirklich so. Wasser ist hier ein großes Problem. Okay, warte mal, ich darf nicht... Hier sind Enderman. Da ist der Enderdrache da oben. Ich will halt keinen angucken von den Endermen. Ich gucke nur nach unten die ganze Zeit. Wo bist du? Ich bin nach unten. Du bist nach unten? Ich sortiere gerade mein Inventar. Ah, okay. Ich habe Nachtsicht, glaube ich. Deswegen kann ich hier so gut sehen. Ich versuche auch mal ein bisschen was Ordnung zu schaffen. Brauchst du noch mehr Nachtsicht? Wie lange hält die noch? Ist aus. Ich habe einen Crossbow und ich habe noch 6 Pfeile. Dankeschön. Ich hoffe, das reicht. Wow, wie das ausschaut. Sieht voll cool aus. Der Himmel sieht so pixelig aus irgendwie mit Nachtsicht. Okay, guck einfach keinen Enderman an, Isi, okay? Ganz, okay, ganz wichtig. Keine Enderman angucken. Ich merk's mir.
Und auf keinen Fall Wasser platzieren. Guck, wie schnell der runterkam. Warte, das heißt, wir können ihn anschießen? Hua, pass auf. Okay, ich habe die Armbrust gespannt. Die Beine sind hier richtig komisch. Oh mein Gott. Der hat mich gerade angeschossen. Ich kann keinen Enderman angucken. Schießt du die schon ab, die Dinger? War der erst da? Und? Zack! Die Enderman sind böse auf mich, ist im Grund. Ich weiß nicht, wo kann ich den Drachen anschießen? Einfach auf die Mitte. Mach ich! Aber irgendwie nimmt der keinen Schaden. Jetzt nimm nur Nahkampfschaden. Ah, jetzt sind der. Okay. Warte. Ich glaube, es läuft ganz gut. Oh, jetzt ja, fliegt ja, er weg, jetzt fliegt er weg. Okay. Aber er chargt sich wieder an den Dingern. Er kommt ultraschnell immer runter. Warte, kann ich die abbauen, diese Enderkristalle? Oh mein Gott. Okay, Flo, du bist der Profi, ja? Wow. Ich würde sagen, Hauptverantwortung hier mit dem Enderdrachen liegt bei dir. Oh mein Gott. Ja, das war ich. Ich wollte was testen. Oh mein Gott. Okay, war das ein Bett? Ja, ja. Ach so, lol. Was ging denn, oder? Geht, aber ich weiß nicht, wie in der Hirnintervention ist. Pass auf, funktioniert das anders. Er schießt sie überall hin. Okay, ich versuche, keinen Enderman anzugucken weiterhin. Ich habe noch Heiltränke. Ich habe keine. Er ist wieder unten. Das heißt, sie können wieder attackieren. Wieso brennt der eigentlich nicht? Oh mein Gott. Nice. Das war gut, oder? Der ist heftig. Die Kristalle, guck mal, die gehen. Nein, der Enderman greift mich an. So. Einfach angreifen, ist egal. Ja, 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 ja. Oh, nice. Oh, schnell weg hier. Enderkufe. Okay. Können wir ihn angreifen? Ja, oder? Ich glaube, die Endermen sind einfach sauer, dass du ihren Papi angreifst. Komm schon, schaffen wir es? Nein, der fliegt weg. Ganz langsam runter, guck. Kein Enderman im Weg. Okay. Da ist er wieder. Wie schaffen wir das? Komm, Flo. Nice. Nein, er fast. Wir haben es fast geschafft. Jetzt lädt er sich wieder auf. Er hat sich... Oh, pass auf. Er hat geschossen. Wow, okay. Über uns. Okay. Das könnte jetzt... Wir könnten es schaffen. Warte, und... Nice. Flo, du hast mich getötet. Was? Du hast mich getötet. Warte, stopp, hörst du das? Du hast mich getötet. An Tag 69. Der Drache ist tot. Der Drache ist tot, aber ich bin's auch. Oh mein Gott, Flo, wieso? Nein. Ich bin im Himmel. Du bist verbrannt. Nein, du hast das Bett gesprengt und ich war fast tot. Oh, Leute. Hörst du das? Hörst du ich höre gar nichts. Ich höre gar nichts. Okay, Leute, das war die 100-Tage-Challenge hier. Wir haben gewonnen. Nicht gewonnen, denn wir haben keine 100 Tage überlebt. Das war dann nicht meine Schuld. Doch, möchte ich an der Stelle mal kurz anmerken. Okay, Leute, wir werden das nochmal versuchen, vielleicht mit der anderen Challenge oder sowas. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Gerne abonnieren und schaut auf jeden Fall bei Flo vorbei und schreibt hier einen bösen Kommentar. Nein, Spaß, nein. Macht es nicht. Wir sehen uns. Geschafft. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.